Wien, 5. Januar 1932. Paul Wittgenstein spielt die Uraufführung von Ravels Klavierkonzert für die linke Hand. Maurice Ravel konnte nicht dabei sein, als Wittgenstein, der seinen rechten Arm im Ersten Weltkrieg verloren hatte, das Werk an diesem Winterabend gemeinsam mit den Wiener Symphonikern aufführte. Ein paar Tage später trafen sich der Pianist und der Komponist deswegen zu einer Soiree, bei der Wittgenstein und Ravel das Konzert gemeinsam spielten. Wittgenstein den Soloteil, Ravel den Orchesterpart an einem zweiten Flügel. Und Ravel war entsetzt. Das, was Herr Wittgenstein da mit seiner linken Hand fabrizierte, das stand so nicht in den Noten. Maurice Ravel war ziemlich sauer auf seinen Freund Paul und teilte ihm das auch mit, in nicht gerade undeutlichen Worten. Aber das ist es doch überhaupt nicht. Wittgenstein, der das Klavierkonzert für die linke Hand bei Ravel bestellt hatte, versuchte die Änderungen, die er am Notentext gemacht hatte, zu verteidigen. Die Interpreten von Werken seien doch keine Sklaven des Komponisten. Die Antwort Ravels wurde zum geflügelten Wort. Interpreten sind Sklaven. Im Abstand von mehreren Jahrzehnten betrachtet verwundert es nicht, dass die Freundschaft zwischen Wittgenstein und Ravel an diesem Satz fast zerbrach. Ravel hatte sich schon mit Arturo Toscanini gestritten, der seinen Bolero viel zu schnell dirigierte. Und dann war da noch Alfred Cortot. Der hatte es tatsächlich gewagt, vom Klavierkonzert für die linke Hand eine Fassung für zwei Hände zu erstellen, und zwar noch vor der Premiere des Stücks mit Paul Wittgenstein. Von wegen, Interpreten sind Sklaven. Wittgenstein selbst fand das Auftragswerk anfangs nicht besonders gelungen. Erst viel später, als ich das Stück intensiv studiert hatte, wuchs meine Faszination und ich bemerkte, was für ein großartiges Werk es ist. Es dauerte 2 Jahre, bis Wittgenstein das Klavierkonzert für die linke Hand gemeinsam mit Ravel am Dirigentenpult aufführen sollte. Und erst 1937 gab es dann die erste Aufführung nach den Vorstellungen des Komponisten. Mit dem Pianisten Jacques Février, dem Dirigenten Charles Münch und ganz ohne Änderungen am Notentext.